Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Es war eine staatsmännische, eine über weite Strecken versöhnliche Rede, mit der Donald Trump heute vor den Führern der muslimischen Welt überraschte. Kein abschätziges Wort gegen den Islam wie noch in Wahlkampfzeiten. Nun soll gemeinsam ein brutaler Feind bekämpft werden, der Terrorismus islamistischer Fanatiker. Der US-Präsident traf in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad heute einen Ton, der für viele Beobachter unerwartet kam. Und manche haben ihm wohl so eine Rede gar nicht zugetraut. Doch Trump klang auf einmal wie viele seiner Amtsvorgänger, die auch nahezu alle bemüht waren, Wege und Bündnisse zu finden, um den Nahen Osten zu befrieden. Allerdings, all diese Bemühungen sind genauso regelmäßig gescheitert. Nun also Trump. Philipp Burgert. 55 hohe Vertreter muslimischer Länder und in der Mitte der Mann, der kurz nach seinem Amtsantritt als US-Präsident mit einem Einreiseverbot für einige muslimische Länder weltweit für Wirbel gesorgt hatte. Kurz vor seiner Rede an die muslimische Welt wirkt Trump abgeklärt, um dann mit einer warmen Botschaft der Einheit zu überraschen. Ich stehe vor Ihnen als Repräsentant des amerikanischen Volkes, um Ihnen eine Botschaft der Freundschaft, Hoffnung und Liebe zu überbringen. Doch dann fordert Trump von den muslimisch-arabischen Staaten auch mehr Engagement im Kampf gegen den Terrorismus. Eine bessere Zukunft ist nur möglich, wenn eure Nationen Terroristen und Extremisten heraustreiben, treibt sie heraus. Treibt sie aus euren Gebetshäusern, treibt sie aus euren Gemeinden, treibt sie heraus aus eurem heiligen Land. Außerdem regt der US-Präsident die Gründung einer Art arabischer NATO an, um ein Gegengewicht zum Iran aufzubauen. Bis das iranische Regime bereit ist, ein Friedenspartner zu sein, müssen alle gewissenhaften Nationen zusammenarbeiten, um den Iran zu isolieren, ihm die Finanzierung von Terrorismus verweigern und für den Tag beten, an dem das iranische Volk die gerechte und rechtmäßige Regierung bekommt, die es verdient. Damit vollzieht Trump eine Abkehr von der Iran-Politik seines Vorgängers Barack Obama, der auf eine Annäherung an den Iran gesetzt hatte. Im fernen Washington findet Trumps Rede ein geteiltes Echo. Wir werden jetzt also wegsehen, was andere Länder hinter ihren Grenzen machen. Für die Unterstützung von Demokratie und Menschenrechten bleibt nur noch ein Platz auf dem Rücksitz. Wenn wir die Bemühungen des Iran verhindern, eine nennenswerte Stärke in der Region zu entwickeln, ist das ein wichtiger Schritt nach vorn. Präsident Trump polarisiert bei seiner ersten Reise auf der weltpolitischen Bühne. Ina Ruck hat die Rede des Präsidenten verfolgt und ist uns jetzt aus Riad zugeschaltet. Ina, eine historische Rede, so nannte sie Donald Trump heute selbst. Was kann diese Rede bewirken? Zumindest hat sie ihm erstmal Respekt verschafft, glaube ich. Er hat genau die richtigen Worte gefunden. Es war eine gute Rede, vielleicht seine beste bisher. Er hat die Araber zunächst gelobt, hat sich sehr wohlwollend oder sehr respektvoll über den Islam geäußert. Das kennen wir von ihm auch nicht so. Und er hat sie dann in die Pflicht genommen, hat gesagt, sie müssen sich stärker selbst engagieren. Was das alles bewirken kann, ob es Frieden geben kann in der Region, wenn man den Iran gar nicht einbezieht, das steht auf einem anderen Blatt. Tatsache ist aber, dass Trumps Team sehr zufrieden ist mit sich und dem Ergebnis hier. Man war hier beinahe euphorischer Stimmung heute Abend, wie gut doch diese erste Station der Trump'schen Reise abgelaufen ist. Wenn er die arabischen Staaten so viel mehr in die Pflicht nehmen will, welche Rolle soll dann die USA selbst in Trumps Vorstellungen spielen?
So richtig klar ist das ehrlich gesagt noch nicht. Wie gesagt, er verlangt den Arabern mehr eigenes Engagement ab. Und da passt es ja auch ganz gut, dass er den Saudis so viele neue Waffen jetzt verkaufen will. Ob die Amerikaner ihre eigene Rolle schmälern werden, ob sie sich nicht mehr als Ordnungsmacht verstehen, das werden wir sehen müssen. Wichtig ist aber ein Punkt, scheint mir, es ist sehr klar geworden in dieser Trumpschen Rede, dass für ihn Menschenrechtspolitik nicht mehr den Stellenwert hat, den es noch für seine Vorgängerregierung, für Obama hatte. Er hat ganz klar gesagt, wir sind nicht hergekommen, um den Staaten irgendwie eine Lektion zu erteilen oder ihnen zu sagen, wie sie zu leben haben. Das war ein ganz deutliches Zeichen, denke ich. Danke, Ina Ruck aus Riad. Und wir blicken in eine Stadt, die längst zum Symbol geworden ist für den Kampf gegen den islamistischen Terror. Die irakische Stadt Mossul, einst vom IS als Hauptstadt ihres Kalifats ausgerufen, ist zu großen Teilen befreit. Der IS ist de facto militärisch geschlagen. Er kann die Schlacht nicht mehr gewinnen, aber er kann noch viele der eingeschlossenen Menschen mit in den Untergang reißen. Und das ist eine seiner schlimmsten Waffen. Die Grausamkeit, mit der der IS die vielen Unschuldigen tötet oder als menschliches Schutzschild missbraucht. Volker Schwenk berichtet aus Mossul. Isams Vater sitzt am Bett seines Sohnes, so oft es geht. Isam wurde von einem IS-Kämpfer angeschossen, als die Familie aus West-Mossul fliehen wollte. Die Flucht scheiterte. Der 14-Jährige ist jetzt querschnittsgelähmt. IS-Kämpfer hielten die Familie fest. Isam war schwer verletzt. Aber das hat die selbsternannten Gotteskrieger nicht gekümmert. Die IS-Leute haben uns 5 Tage lang eingesperrt. Isam hat geblutet. Ich habe gebettelt, dass ich ihn zur Armee bringen darf. Aber sie haben uns nicht gehen lassen, erklärt der Vater. Wer fliehen wolle, der habe den Tod verdient, sagten die IS-Leute. Isam wird in einem Feldhospital der Ärzte ohne Grenzen behandelt. Die Wunde will einfach nicht heilen. Isam ist einer von vielen Zivilisten, die in diesem Krieg zum Opfer wurden. Es ist schwer zu sehen, was diese Menschen ertragen müssen, sagt die Schweizer Ärztin. Sie werden aus ihrer Stadt, aus ihrem Haus vertrieben. Familien werden auseinandergerissen. Das geht einem nahe. Dass ich gelähmt bin, das ist nicht so schlimm, sagt Isam. Was mir Sorge macht, das ist die Operation der Wunde an meinem Rücken. Ich will nur, dass uns irgendjemand hilft, in ein Krankenhaus zu kommen, wo ich operiert werden kann. Der Herrschaftsbereich der Dschihadisten in West-Mossul ist nicht mehr sehr groß. Und mit jedem Tag wird er kleiner. Hunderttausende Menschen wie Isam sitzen im Kampfgebiet fest. Sobald sich IS-Kämpfer weiter zurückziehen müssen, bringen die Zivilisten sich unter Lebensgefahr in Sicherheit. Die Terrororganisation missbraucht Frauen und Kinder als Schutzschilde. Die IS-Terroristen haben eine perfide Taktik, sagt der Polizeigeneral. Sie sperren Zivilisten in ihren Häusern ein und verminen die Türen. Der IS könnte schnell endgültig besiegt werden in Mossul mit einer massiven Militäroperation. Doch die würde wohl tausende Zivilisten das Leben kosten. Jetzt schon zahlt die Zivilbevölkerung einen hohen Preis für die Befreiung ihrer vom Krieg geschundenen Stadt. Isams Vater hofft, dass sein Sohn bald operiert wird und die Wunde heilen kann. Eine Wunde von so vielen, die der sogenannte Islamische Staat im Leben von Menschen hinterlassen hat. Aber immerhin, Isam hat überlebt. Alles, was ich sagen kann, so der tapfere Junge, ich danke Gott. Und von Mossul im Norden des Irak schauen wir jetzt in dessen nördliches Nachbarland Türkei. Dort hat Präsident Erdogan seine Macht weiter ausgebaut. Die Nachrichten mit Jan Hofer. Der türkische Präsident Erdogan ist von einem Sonderparteitag wieder zum Vorsitzenden der regierenden AKP gewählt worden. Den Weg zurück an die Parteispitze hat ihm der Sieg des umstrittenen Verfassungsreferendums im April geebnet. Um eine Machtkonzentration zu verhindern, war es bis dahin in der Türkei verboten, als Präsident einer Partei anzugehören. Erdogan hatte die AKP bereits bis zum Sommer 2014 geführt. Ab jetzt ist Erdogan Staatspräsident und Chef der von ihm mitbegründeten AKP. In seiner Rede vor den Delegierten wird deutlich, dass er in der Doppelfunktion den Kampf gegen die Anhänger des Islampredigers Fethullah Gülen mit aller Härte fortsetzen will. Diese werden für den Putschversuch im vergangenen Jahr verantwortlich gemacht.
Wenn dieser Kampf nicht entschlossen fortgesetzt wird, warten auf die Türkei größere Gefahren. Deshalb rufe ich jeden zur Unterstützung auf, auch wenn der Kampf sich gegen unsere Nächsten richten sollte. Gemeint sind damit wohl auch Gülen-Anhänger, die eine Rolle in der AKP spielen. Darüber hinaus könnte es in den nächsten Tagen zu einem Umbau der türkischen Regierung kommen. Es wird natürlich darüber nachgedacht, ob eben im Kabinett auch Änderungen vorgenommen werden. Die nächsten Tage werden zeigen, eben, dass unser neuer Vorsitzender mit dem Ministerpräsidenten gemeinsam sicherlich darüber beraten und eine Entscheidung treffen wird. Erdogans AKP stehen unruhige Zeiten bevor. Funktionäre, die zuletzt nicht hundertprozentig auf der Linie des neuen Parteichefs waren, dürften es schwer haben. In Frankfurt am Main trafen sich hunderte Menschen zu einer Solidaritätsaktion für Deniz Yücel, den in der Türkei inhaftierten Korrespondenten der Zeitung Die Welt. Im vollbesetzten Schauspielhaus lasen prominente Autoren Yücels Texte über die Türkei. Unter ihnen Caroline Emke, Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, und Moderator Jan Böhmermann. Yücel wird in der Türkei Volksverhetzung und Terrorpropaganda vorgeworfen. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist eine Deutsche getötet worden. Die Entwicklungshelferin starb bei einem Überfall auf ein Gästehaus. Sie lebte schon seit Jahren in Afghanistan und war dort für eine christliche Hilfsorganisation aus Schweden im Einsatz. Bei dem Angriff wurde zudem ein afghanischer Wachmann getötet und eine finnische Staatsbürgerin entführt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Schweizer haben sich bei einem Referendum mit deutlicher Mehrheit für einen Atomausstieg ausgesprochen. Gut 58% stimmten für das neue Energiegesetz. Demnach dürfen keine neuen Kernkraftwerke mehr gebaut werden. Die 5 bestehenden sollen aber am Netz bleiben, solange sie von den Behörden als sicher eingestuft werden. Außerdem ist vorgesehen, den Verbrauch fossiler Brennstoffe einzuschränken und den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern. Nordkorea setzt seine Raketentests trotz UN-Resolutionen und Warnungen der USA fort. Eine Woche nach dem letzten Start zündete das kommunistische Regime in Pyongyang heute eine weitere Rakete. Laut südkoreanischer Armee stürzte sie nach einem 500-Kilometer-Flug ins Meer. Zahlreiche Länder verurteilten den Test. Der UN-Sicherheitsrat berief für Dienstag eine Dringlichkeitssitzung ein. Die USA hatten mit einem militärischen Eingreifen gedroht, sollte Nordkorea sein Raketen- und Atomprogramm nicht einstellen. Im Bürgerkriegsland Jemen breitet sich die Cholera immer stärker aus. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurden mehr als 23.000 neue Verdachtsfälle in den vergangenen 3 Wochen gemeldet. Mindestens 240 Menschen seien bereits an der Infektionskrankheit gestorben. Die WHO befürchtet, dass in den nächsten Monaten bis zu 300.000 Menschen erkranken könnten. Seit 2015 haben sich die Kämpfe im Jemen verschärft. Wie war das noch Anfang des Jahres? Die SPD macht Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten und großen Vorsitzenden und Angela Merkel damit ganz plötzlich das Leben schwer. Der Neue bei den Sozialdemokraten betritt gewichtigen Schrittes die Berliner Bühne und seine Partei wähnt sich stolz auf Augenhöhe mit der Union. Doch 3 CDU-Landtagswahlsiege später ist klar, Angela Merkel hat die innere Sicherheit zurückgewonnen und die CDU selbige als Thema für sich besetzt. Und so fällt es wieder leichter, das Regieren und das Wahlkämpfen. Ulla Fiebig. Gern stichelt die Union gegen die SPD, sie solle doch endlich mal konkret werden. Dabei haben CDU und CSU selbst noch kein fertiges Wahlprogramm. In den nächsten Wochen soll es nun soweit sein, Auftakt heute in Berlin. Ach, es bleibt spannend, weil wir ja immer überlegen müssen, dass wir kreativ und auch ein pfiffiges Wahlprogramm zustande bringen. Und daran müssen wir arbeiten die nächsten Wochen. Sicher ist schon jetzt, das Thema innere Sicherheit will sich die Union nicht streitig machen lassen, von niemandem. Und so wundert es nicht, die Unionsfraktionschefs diskutieren in München über weitere Verschärfungen. Härtere Strafen, mehr Befugnisse für die Ermittler und damit mehr Überwachung. Das ist insgesamt ein Plädoyer, die Sicherheitsbehörden besser auszustatten, Nutzung von Verkehrsdaten zu ermöglichen, über die Frage des genetischen Fingerabdrucks, über die Frage von DNA-Analysen nachzudenken.
Auch die SPD positioniert sich beim Thema innere Sicherheit. Der Bundesinnenminister kommentiert die Vorschläge süffisant. Es ist immerhin Wahlkampf. Vieles sei bekannt. Mehr Polizisten, null Toleranz gegenüber Islamisten, Kampf gegen Hasskriminalität etwa. All das habe man doch schon jetzt in Angriff genommen. Die SPD hat das allerdings immer mit schlechtem Gewissen gemacht oder musste zum Jagen getragen werden. Ich denke mal an das Thema Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel. Das hat fast die Partei zerrissen. Wenn sie das jetzt für sich entdeckt und auch gut findet und nicht nur verschämt gut findet, dann begrüße ich das natürlich sehr. Der SPD missfällt das zur Schau gestellte Selbstbewusstsein der Union bei diesem Thema. Generalsekretärin Barley kontert im ARD-Bericht aus Berlin deshalb und reklamiert für ihre Partei, die 3000 neuen Stellen bei der Bundespolizei habe Sigmar Gabriel durchgesetzt, nicht der Innenminister. Innere Sicherheit, öffentliche Sicherheit ist immer ein wichtiges Thema für die SPD gewesen. Ein starker Staat ist immer etwas, was die SPD nach vorne getrieben hat, während er unter Schwarz-Gelb ja immer eher abgebaut wurde. Woran die SPD bislang nichts ändern konnte, dass der Union in Umfragen eine höhere Kompetenz bei der inneren Sicherheit zugeschrieben wird als ihr. Kanzlerkandidat Schulz setzte bei seinem Auftritt in Bayern heute wieder auf sein Thema Gerechtigkeit. Heute endete die Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga. Diese Herren hier müssen allerdings in den kommenden 8 Tagen noch zweimal ran. Denn Eintracht Braunschweig spielt in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg um den letzten freien Platz in der ersten Liga. Die Rückkehr in selbige feierten heute bereits Hannover 96 und der VfB Stuttgart. Stefan Kiss und Thorsten Winkler berichten. In Stuttgart brechen nach dem 4:1-Sieg alle Dämme. Der Zweitligameister ist wieder erstklassig. 60.000 frenetische Fans feiern ausgelassen mit der Mannschaft. Wir haben uns gewehrt, wir haben uns reingebissen in die Saison. Wir hatten ja ein bisschen Glück mit dabei, aber vor allem haben wir, wie gesagt, einfach so viel investiert. Und die Belohnung ist jetzt hier als Symbol mit der Schale, aber vor allem ist die Belohnung in den nächsten Wochen, weil das werden wir genießen. Christian Gentner und Daniel Ginzek, Vorbereiter und Vollstrecker. Beim letzten Tor in der zweiten Liga für den VfB Stuttgart, das 4:1 gegen Würzburg, Daniel Ginzek. Stuttgart feiert bis in die Abendstunden. Die Mannschaft hat nach einer harten Saison das Ziel direkter Wiederaufstieg geschafft. Die Schale für den Zweitligameister. Es ist für die Schwaben auch eine Saison der Rekorde. Über 50.000 Besucher kamen im Schnitt in die Stuttgarter Arena. Und der jüngste und unerfahrenste Zweitligatrainer Hannes Wolf ist jetzt nicht nur erstklassig, sondern auch nass. Und auch Hannover 96 hat den direkten Wiederaufstieg geschafft. Jubel, Euphorie und natürlich der obligatorische Platzsturm der Fans in Sandhausen. Ein Unentschieden reichte den Niedersachsen zur ersehnten Rückkehr ins Fußball-Oberhaus. Spielerisch überzeugte das Team von Trainer André Breitenreiter allerdings nur bedingt. Nach einer knappen Stunde ging Sandhausen durch dieses kuriose Freistoßtor von Thomas Pledel in Führung. Hannover reichte dann eine gefährliche Aktion, noch zum Ausgleich zu kommen. Torschütze Florian Hübner zum viel umjubelten 1:1 Endstand. Ein bitteres Zweitligajahr geht zu Ende. Hannover 96 als Tabellenzweiter direkt in die erste Bundesliga aufgestiegen. Und gefeiert hat heute auch Alexander Zverev. Der 20-jährige Hamburger gewann das Finale des Tennis-Masters-Turniers in Rom. Und zwar gegen den Weltranglisten-Zweiten Novak Djokovic. Zverev ist damit erstmals in seiner Karriere in die Top 10 der Weltrangliste aufgerückt. Und bereits seit Jahren sozusagen in der Top 10, nämlich bei den Wetterexperten, steht Sven Plöger. Und so top wird die kommende Woche ja auch, oder? Ja, Karen, sieht gar nicht so schlecht aus. Ich freue mir heute schon den ganzen Tag ein Loch in den Bauch, wollte ich gerade schon fast sagen. Aber es sieht wirklich gut aus. Da kommt ein Hochdruckgebiet und wir hatten jetzt zum Schluss für die Natur auch einiges an Regen. Das heißt, jetzt darf auch mal ein bisschen die Sonne scheinen. Und das wäre die Prognose natürlich aus heutiger Sicht in Sachen Sonnenstunden. Übrigens für Eisenach. Eisenach liegt etwa 20 Kilometer vom Mittelpunkt Deutschlands weg. Der ist logischerweise in Oberdorla in Thüringen. Und wir haben morgen schon 8 Sonnenscheinstunden dort, Dienstag 10. Dann kommt eine Front zum Mittwoch. Dann kommt der Feiertag, Christi Himmelfahrt, für manche Vatertag, 7 Stunden. Und schauen Sie mal, Freitag, Samstag, Sonntag, die richtige Sonnendröhnung aus heutiger Sicht. Der Blick auf morgen Vormittag, in der Mitte Deutschlands häufiger Quellwolken, sonst sehr freundlich. Ein paar Wolkenfelder und Quellwolken gibt es auch am Nachmittag. Aber es ist ein freundlicher Montag und das Ganze passiert bei Temperaturen zwischen 18 und 23, im Westen auch mal 24.
bis 26 Grad. Der Dienstag ebenfalls schön, praktisch sommerlich warm, bis 28 Grad. Direkt am Alpenrand einzelne Schauer und Gewitter möglich. Mittwoch im Nordosten ein bisschen wechselhafter und kühler. Allerdings ansonsten, wie gesagt, freundlich. Und damit wünsche ich einen schönen Start in eine prima Wetterwoche. Das wünsche ich natürlich zurück. Danke, Sven. Und natürlich selbstverständlich auch Ihnen eine schöne Woche. Morgen begrüßt Sie hier in den Tagesthemen Pina Atalay. Und nun empfehle ich Ihnen wie immer sonntags an dieser Stelle unbedingt Titel, Thesen, Temperamente mit Max Mohr. Auf Wiedersehen.